Hallo und willkommen zurück bei SWTOR. So, jetzt müssen wir nur die Generatoren zerstören. Ich habe beschlossen, wir fangen mit dem an. Machen wir den Blatt. Dann machen wir den Blatt, weil dann können wir dann da in die Aktion reingehen. Vielleicht können wir da was Schönes ersteigern. Im Aktionshaus. Aus der Bahn hier nullten. Aus mit dem Ding. So. Auf unser Moped. Ah nein, das ist mehr auf unser Reittier. Jetzt laufen wir wieder zurück. So gut wie möglich durchgehen, weil wir dann den ganzen Müll da beseitigen müssen, der da rumsteht. Das hält uns nur auf. So wie den Kollegen da, schau, der muss kämpfen. Und wir müssen nicht kämpfen. Ja, wir warten, bis er kämpft hat. Danke. Immer weiter, da kämpft da einer. Da ist halt richtig was los. Sagt jetzt mal wieder, war da was tot? Bin ich da falsch? Ja, da bin ich falsch. Entschuldigung. Hätte ich die Falschen umgebracht. Warte mal, liegt was, das nehmen wir mit. Ach ja, schießt noch. Das tangiert mich gerade ziemlich peripher. Er ist da. Teufel Atraus. Ah, dann können wir uns um den Hacken. Ja, der andere Mächter, das ist mal. Der war ja mal. Und grüß jetzt einmal. Dann müssen wir nicht um 8 ins Bett. Finde eine Frechheit, dass der jetzt da schneller war mit mir, weil unser Balken auch abgelaufen ist. Aber naja. Wird schon passen. Ist auch schon wieder da. So. Ist doch alles super. Ah, 10 müssen wir töten. So. Aha. Ja dann. Oh, da steht er. So ein Zwischenboss-Dings. Den holen wir uns natürlich. Thank you.
Oh, kann man das irgendwie besser machen, das Ding da? Danke. So. Bauen wir den ein? Hat der dazu Zeit? Natürlich nicht. Meine Fresse. Alex ist ein Zwischenboss um und dann zählt er nicht einmal dazu. Also das finde ich schon so sehr unpassend. Oh, da stehen wir wieder ein paar beieinander. Das ist gut. Zack, Luft. Zack. Da steckt der Rest von unserem Zehnerbacke. So, dann haben wir den Bonus auch wieder. Jetzt müssen wir eh da rein. Oder? Ja. Das trifft sich doch ganz gut. Einmal ist wieder abgeschlossen. Ja, Platz nächster. Finde ich es nicht nett. Ich denke halt einfach die Typen rum, wenn die da reingehen bei der Haustür. Ich denke auch noch ein paar Typen. Der liegt ja cool. Zeitlupe erschlagen oder was? Oh, ein Goldener. Ich nehme auch noch mit. Mal gern. Soll ja nichts verkehren lassen. Na, im Kreis hat es die drei Wochen zum Backelfein. Zum 10er Backelfeuer. Danke. So, haben wir den auch vorhin. Da oben ist das Ding und da sind die Typen. Naja, dann. Hallo erstmal. Wir haben sie jetzt aber niedrig gewehrt. Das war jetzt relativ simpel. So, wie mit dem Ding? Da auf. Da unten haben wir nichts mehr zu tun. Nein. Dann kann man ja dort die Imperial-Sonderzentrum, genau. Sondereinsatz. Zentrale. Irgendwer winkt, wenn er rausgeht aus dem. Ich habe, was gewünscht war. Lasst mich mal. Ja, ja. Das ist alles, was Sie angeboten haben. Ich kann nicht verstehen, wie dieser Abschaum die in die Hände kriegen konnte. Meine Vorgesetzten werden zufrieden sein, wenn sie sehen, was ich für sie habe. Natürlich brauche ich einen Verwendungszweck für die zusätzlichen Credits und ihr habt die Heldentat des Tages vollbracht. Dann gibt's ein paar Lächerli. Hallo? Ich habe mich um die Reaktoren gekümmert. Revans Komplex ist nun schutzlos, General Colvin. Großartig. Nach all diesen Jahren erfahren wir endlich, welche Geheimnisse Revan hinterlassen hat. Da ihr es ermöglicht habt, ist es nur fair, dass ihr Revans Komplex zuerst erforschen dürft. Findet heraus, was mit den fremdartigen Sklaven geschehen ist,
bergt Revans geheimnisvolle Fracht und kehrt mit euren Entdeckungen zurück. Wollt ihr nicht an dieser großen Entdeckung teilhaben? Ich wäre euch nur im Weg. Nun, da die Reaktoren deaktiviert sind, wird der Auftrag nicht mehr ganz so unmöglich sein wie vorher. Viel Glück. Ein Kartell, der schlechter ist wie den, was wir anhaben. Welch ein Wunder. Klump. 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 Kriegt er ein bisschen mehr. Kleiner Einfluss. Benutzen wir eine beliebige Kombination aus Missionsentdeckung, Schatzsuche und oder. Brauchen wir über 600, okay. Da haben wir Schatzsuche 280. Okidoki. Großer Einfluss für Cam. Kein Einfluss für Cam. Kein Einfluss für Cam. Dann benutzen wir die ja nicht. Okidoki. So. Was tun wir denn jetzt? Der Ewigkeitsmutter, Revans Vergangenheit. Ja, dann machen wir das schnell fertig, wenn wir schon da sind, oder? Also da in der Gegend. Wenn wir jetzt in der anderen Gegend fahren, können wir das auch fertig machen. Bestimmt das auch eine Mission. Das glaube ich, Bruder hat gesagt, aber das machen wir schnell einmal fertig. Nein, nächste Tür. Aus der Bahn hier luschen. Also, ja, dann machen wir schnell mit der Luschen-Action. Das heißt, wenn ich raus, aber... Ja, stirbt's. So, ab in die Fabrik. Schauen, was der Revan, der heute Hundlin da so hergestellt hat. Okay. Da ist nix. Hüter-Druide. Was hütest du, Druide? Zeigen wir eure Geheimnisse. Das ist ein Goldener. Und da war noch nie einer drin. In dieser riesigen Fabrik. Seit Hunderten von Jahren. Stehen die Druiden da? Meint die haben einen guten Akku. Ja, wenn sie mal unsere E-Autos bauen, die da geht was. Schnappen wir uns mit denen da um. Treten. Was geht denn da mit dir? Der hat mich glaub getreten. Wow. Hallo mein Großer. Wow. Unterbrechen. Thank you.
Das Ei drauf haben wir gerade festgestellt. Da rein zu viel, nur noch was Geiles rum. Hm. Gut, ich brauche noch 4 Stück. Ah, da oben haben wir 4 Stück. Da sind auch noch welche. Naja, Satz 2. Oh, das zählt auch. Finde die erste Aufzeichnung. Ja, aber wo? Achso, da ist. Moin. Ah, natürlich haben wir wieder den falschen aufgeschalten. Ne? Ja, aber eigentlich gehen wir die Kollegen da mal auf die Fährten. Mission schicken, dass das auch besser wird. Du holst das da. Bin dabei. Du holst das da. Eine Aufgabe nur für Sie. Du holst das da. Ja, ich schaff's das schon. Bin fest davon überzeugt, ihr seid die Besten. Hallo, Druide. Mein Gott, also fast kann ich sagen, es schaut aus wie Zylonen, aber nur fast. Also der da zumindest hat schon geglänzt. Und wir sind eine Base. Battleship Galactica, sondern bei Star Wars. Manuk Merakanaja. Kinamabam. Yak Manala. Ja. Hallo? Weiter? Meraka kemiam amgam nemno. Namgam pak unakijak. Memgam gangi, nina gegwan. Am nerna hanak. Kamperem ganyam bajiyam. Mani kekum bukam. Ein Ewigkeitsmotor. Ja, so, dann müssen wir mal das Elektroauto einbauen. War nicht so. Aber echt durch zerstückeln müssen. Wer bist du? Der Wachposten, Seppi. Sind wir lieber für stark halt. Naja, na rankam. Kala ama nani mami. Lebig bak. Bemka naja nugan. Ejinim naja lak unan mege. Mem amgab kugab. Kramanik. Unkal kiga mayamak. Nakag agib kik benabab.
Nea Agam Berakaki. Kam Inu Nemuk. Naja Naya Akam Mimnik Miraka. Miraka Karam Kara. Ninyamak Oramag Yang Mikik. Miraka Kemyam Amgam Nemnu. Namgam Pak Unakijak. Die bauen ja eine Häuser aus den Leichen. Aha. Na, du kannst da drin stehen bleiben. Interessiert mich ja wenig. Das ist ein Stück her. Ist da oben irgendwo. Müssen wir da an die Kollegen da vorbei. Angst gehabt um sein Gurgeln. Gar nicht gewusst, dass Druiden Angst haben. Naja, gut, von mir hat jeder Angst. Stehen ja ein paar Seppis beieinander. Oh, wie geht ich? Schon Bekanntschaft mit meinem Lichtschwert gemacht. Nicht, gell? Jetzt schon. Erzähl die Story, Junge. Wie Ambun, Jirami Nikapula Kemgam, Nayana Rankam, Kala Ama Mani Mami, Lebigbak, Kala Jiwa Nimok, Pemgam Nyama Naya Aikam. Jukagi Nepaninu. Am Kampina Beck Nemo Kemgram. Kamperem Ganyam Bajiyang. Manik Hikum Bukam. Kamane Mega Nagaka. Manelak Laki Nabi Nekemraka. Na, bin ich über die würdige Seele. Ob überhaupt eine Seele? Ach, natürlich auf der anderen Seite drin. Da schwört man die schneller Schuhe. Der Rehwand war auch nicht ganz dicht. Aber die haben wir ja schon unterwandert. Schon eine Zeit her. Auf Palmora. Da haben wir jetzt alle Lehren von diesem Rehwand. Jupp. Dann gehen wir jetzt mit dem Sahafer da rein. Das ist dieser Ewigkeitsmotor. Aha. Und du bist? Der Mechaniker. Kakeni Benak. Kinnera kepam nahum. Beraka karam kara. En ninyamak oramag yang megik. Ihr verschwendet eure Zeit. Revan ist seit Jahrhunderten tot. Bemka naya nugan. Ejinim naya lak umnan mege. Yang perlu amka. Kalima naya kira. Nebua ribok. Naya narankam. Kala ama mani mami. Lebig bak. Nahrung, Kleidung, Werkzeug, sogar Waffen und mechanische Wesen. Aha. Eine solche Macht gehört in die Hände des Imperiums. Tretet beiseite. Nulilak apa jam kamgram. Amka nem nang nemua inuk. Manub meraka naja. Kinamabam. Yak manala. Gagi ne paninu am kampina bek nemu kemgram. Nö,
Nein, wir warten nicht, bis die Samen wachsen. Ich gehe nicht ohne diese Maschine. Ihr könnt euch Samen können und euch nahe züchten. Nimm mal Ziel, Junge. Den komischen Froschkipp da. Ah, okay, fertig. Ja, was habt ihr jetzt davor? Ja, mit dem Ding. Ich frage mich, ob er den hinsteckt. Naja, der will einen großen Koffer haben. Wenn er wieder zurückgeht zum Commander. Hier ist das Geheimnis, welches Darth Revan in diesem Komplex vor uns verborgen hat. Man kann die Energie förmlich spüren. Was ist es? Eine Art Gerät? Na, es ist ein Gemälde. Die Nachkommen von Revans Sklaven haben es angebetet. Sie nannten es ihren Ewigkeitsmotor. Faszinierend. Wenn Revan ihn versteckt hat, muss er erstaunlich mächtig sein. Diese Nachkommen von Revans Sklaven, die ihr erwähntet, sind die Fremdlinge noch am Leben? Ich habe meine Feinde vernichtend geschlagen. Also schön. Ich bezweifle, dass sie für uns von Nutzen gewesen wären. Der Imperator wird erfreut sein. Ihr habt lobenswerte Arbeit geleistet. Ich werde diese Maschine auf Drom und Kaas untersuchen lassen. Mit etwas Glück können wir sie zu unserem Vorteil einsetzen. Ich vermute, dass die Technologie für das Imperium von großem Wert sein wird. Ich habe gerade ein Hilfegesuch von meinem Kollegen Major Damarus in Netzzugriff erhalten. Falls ihr dorthin unterwegs seid, könnte er euch brauchen. Mein Gott, die Imperiale Armee kriegt ja gar nichts auf die Kette. Jeder schreit um das O-Stufe 40. Juhu, juhu. So. Wir haben den Ewigkeitsmotor gefunden. Stufe 40 erreicht. Es ist so toll. Wir sind jetzt hier, dann oder Industriesektor. Lup. Die Pferde fährt los. Die Taxiplattformen sind geöffnet. Der große Auto, da kann man das abschlüssen. Überfall auf das Datenzentrum, Exchange-Verbesserungseinrichtung. Nein, jetzt fliegen wir später durch. Ich wünsche Ihnen einen sicheren und aber da sehen wir uns in der nächsten Folge. Ich hoffe, ihr schaut wieder ein. So wie es immer, wie es immer macht, ihr seid die Besten auf jeden Fall. Ohne euch war unser Kanal nichts. Und deswegen sage ich nochmal Danke und wir sehen uns. Bis dann. Servus.